Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ja, was für ein Tag war das gestern? Also ich habe es gestern noch ganz knapp nicht auf Stufe 75 geschafft, weil ich dachte, okay, gestern dann noch schön hochspielen und dann die Pets freispielen. Wir haben irgendwie ein paar hunderttausend XP noch gespielt. Ich hatte auch extra noch die letzten paar Alu aufgehoben, um dann noch das Nest zu finden. Weil das kann man ja zufällig in einer Quest finden. Und ich hätte theoretisch nur noch einen Dungeon-Gegner besiegen müssen. Diesen komischen Wolf. Wo haben wir den? Habe ich den Kampf gespeichert? Hier. Tollwütiger Wolf. Und da habe ich, weiß ich nicht, hundertmal gefühlt gegen gekämpft. Ich hatte eine Chance eigentlich von, glaube, 50, und die ist dann immer weiter gestiegen auf bis fast 60%, den zu besiegen. Und ich habe, glaube ich, fünf, sechs Kämpfe hintereinander nur verloren. Also das war echt so schlecht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ist jetzt kurz vor 12, ich muss die Alu spielen, und dann war es das. Und dann heute früh, kurz hochgelevelt, dachte ich, okay, spiele ich jetzt die Pets frei, und dann liegt der Wolf. Naja. Und dann auch gleich der nächste Gegner im Dungeon ist dann auch noch umgekippt. Also die haben auch alle jetzt eine recht hohe Chance zu fallen, wenn ich hier kurz mal im Dungeon-Simulator reingucke. Okay, den Wolf hier 65% hatte ich zum Ende gehabt, den Oktopus mit 55, der hat dann gleich beim ersten Schlag gelegen. Aber das war echt, ey, grauenvoll, dass das nicht geklappt hat. Die anderen hier, die haben jetzt auch alle noch über 10%, also die wurden auch noch so langsam down gehen. Und dann habe ich auch noch ein paar Stufen, die ich da aufstellen kann. Arena-Kämpfe habe ich heute schon geschafft. Sammelalbum wird langsam so richtig zäh, also da geht gar nicht mehr so viel. Wenn man da sich nicht die Bilder einzeln raussucht, die noch fehlen, ist es echt mühsam. So durch einfach random Kämpfe kommt da mal ein oder mal noch ein Bild. Aber ich glaube, bei den 10 Arena-Kämpfen habe ich irgendwie zwei Bilder gefunden, die ich da gewonnen habe. Das war nicht so toll. Ansonsten ein paar neue Items. Habe jetzt endlich eine Brust, wo ich einen Sockel einsetzen kann. Zwar nur mit Glück, aber plus, also der Sockel alleine ist ja schon besser wie das Item. Und ja, die Epics, die ich in den Quests gekriegt habe gestern, die waren nicht so toll. Oder vorgestern. Auch alles ohne Sockel gewesen. Ich hatte auch überlegt, die Handschuhe hätten man ja Knusper, gestern bei der Hexe hier reinwerfen können. Heute sind Schuhe dran. Ich habe gestern nur einmal Handschuh reingeworfen. Die anderen dachte ich, hebe ich erstmal noch auf. Aber im Endeffekt, heute finde ich wieder zwei Epics. Da wird, und jetzt ist das ganze Inventar schon voll. Nur noch der Stock ist da. Den gebe ich dann auch noch ab, sobald der Schmied freigeschaltet ist. Aber das wird, glaube ich, heute eher nichts bis auf Stufe 85. Da müssten wirklich noch viele Dungeons fallen. Dann beim Elevator bin ich gut dabei. Habe fünf Pilze noch gekriegt, gestern auch für die Stockwerke. Und ansonsten, der hier hat eine Chance von über 20%. Ich kann nochmal reingucken. So, und simulieren. Mal gucken, was er sagt, wie hoch die Chance ist. Ja, 25%. Um den, ist überhaupt nur der richtige, oder hatte ich hier gar nicht den aktuellen Stand? Stufe 58. Und was habe ich hier? Ja, ist der richtige. Also 25%, der danach wieder 27%. Also eigentlich zwei Gegner sollte ich noch locker packen. Habe aber schon einige Kämpfe hier verloren. Mehr wie jeder vierte. Weil wenn der einfach crittet, ist so gut wie vorbei. Und das war's. Und jetzt wieder eine halbe Stunde warten. Mal gucken, ob ich die beiden noch down kriege. So viel Belohnung gibt's ja nicht. Wo haben wir hier Stufe 58? Haben wir hier ein bisschen Gold? Der nächste würde wieder 15 Willkommen! Lucky Coins geben. Und ich frage mich echt, was das wird mit den Lucky Coins. Die sind echt sehr, sehr mau. Flimmerkisten kommen kaum. Okay, ich habe die letzten Tage auch immer viel nachts geschlafen, was dazu geführt hat. Meistens kommen ja die Flimmerkisten immer, wenn man früh um vor 6 aufsteht, dann hintereinander weg. Aber das habe ich die letzten Tage nicht geschafft. Und mal gucken. Also heute werde ich, glaube ich, noch die 190 hier zusammenkriegen. Aber ansonsten wird es knapp. Ja, hier hatte mir eben auch noch einer eine Nachricht geschrieben. Ihr könnt grundsätzlich auch unter den Videos schreiben. Die Nachrichten lese ich auch. Da müsst ihr euch nicht extra einen Char erstellen. Er meinte halt, man sollte die App neu installieren. Und ja, das habe ich auch schon probiert. Aber im Grunde reicht es eigentlich aus, wenn man das Programm einfach schließt und wieder neu aufmacht, dann kommt auch wieder was. Und es gibt halt auch einfach Zeiten, wo halt Was keine brauchst du? Flimmerkisten kommen. Da kann man Handstand machen und mit der Beine Fliegen fangen, da findet man nichts. Also das ist mal.
manchmal echt schwer, wenn man natürlich dann ein Handy probiert und das war dann auch ohne Erfolg. Jo, ansonsten alles schick hier. Pets bin ich echt am Überlegen, was seid ihr in der Gilde gar nicht so sicher. Das könnte echt knapp werden, weil einer, der schon unser Topspieler war, Es ist alles abgehauen so ist. aufregend. Jetzt müssen die anderen das richten. Gucken, die Trost hier gut, aber XP sind besser. Hier ist wieder eine Sanduhr. Die Frage ist, kann man denn. Überhaupt eine Quest, eine. Sehr geil. Sammle, füttere, trainiere deine Pets, um Meister der Pets zu werden. Schau dir an. Ja, Starter schön. Oh, richtig schlecht. Noch. Oh, habe ich nicht eins? Naja, die kann ich ja dann jetzt in Ruhe. In Quest für. Ah, okay, tagsüber hat der andere. Aber da kämpfe ich noch nicht. Da warte ich erstmal noch ab. Am Glücksrad kann ich auch noch keine Pets finden. Ich. Zauberei und Mal gucken. Dinge. Oh, der hat auf jeden Fall keine Sammelalbumbilder für mich. Deshalb gehen wir mal eins weiter. Hat ein bisschen Gold und kein Bild. Also mit den Pets bin ich echt am Überlegen, weil dieses Wochenende ist ja so gut wie vorbei. Nächstes Wochenende ist Epic Event und Schmied. Gut, dann. Und irgendwas hier klar, da gibt es dann die dreifache Menge Früchte. Und deshalb bin ich am Überlegen, ob ich warte, weil wenn ich jetzt hier. Hier die Pets, also erstmal habe ich das dritte Fall mache. Und wenn ich die mir noch aufhebe, also weil die ersten, also wenn ich jetzt hier das dritte freigespielt habe. Das dann so 2, 3 Tage über den Daumen hätte ich dann schon das erste Pet auf Stufe 30, bis dann das Pet-Event losgeht. Und auf Stufe 30 hätte man hier unten, wäre man ja schon fast hier. Unten mit dem Freispielen der längeren Früchten. Das heißt, das wären 2 Früchte pro Etage mehr. Das heißt, wenn ich hier die ersten 5 Habitate mir aufsparen würde. Und die dann an dem Wochenende durch. Also das heißt, da hat man dann 3 Tage Zeit, um dann die Kämpfe zu machen. Und die haben wir dann schon, die ersten auf jeden Fall eine 100%. Die Chance zu gewinnen. Ich habe allerdings in dieser Pet, welche Pets man nehmen soll, geguckt, dass man den ersten schon vorher wechseln soll. Aber das muss ich mal noch auf dem Server, glaube ich, auch empfehlen. Besonders wenn ihr vielleicht noch ein paar Stufen niedriger seid, dann ist das auf jeden Fall kein Ding. Wenn jetzt erst. So um Stufe 50 seid, sondern übernächstes Wochenende. Das heißt, am 16. da sollte dann das Pet-Event sein. Außer sie ändern jetzt wieder was. Und hauen vielleicht nächste Woche schon was rein. Bin ich hier erstmal dabei. Mal gucken, wie es läuft. Bin immer noch im unteren Drittel. Ritterhalle habe ich auf 9 Ausbau. Auf 10, 10 haben kann. Jetzt warte ich erstmal noch. Und Edelsteine sammeln lohnt sich jetzt auch schon. Da mache ich auch vom Gold her plus die 2.
bei Holz und ein Stein genau dasselbe und kleiner ein bisschen weniger. Das heißt, ich suche die jetzt immer, gucke, ob ich ein paar habe, die ich da brauche. Wo ich mich verbessern kann. Komm, ansonsten werden die Dinger verkauft. Und dann mache ich da schon mal ein bisschen Plus. Jo, Ritterhalle ausgebaut, die nächste. Kostet noch ein bisschen. Ne, da fehlt auch noch was. Aber das kriege ich noch hin. Ich habe heute früh erst das Arbiterquartier 9/10 gewartet. Wenn das Ding fertig ist. Es ist auch mein Plan, nicht gleich Akademie, die ziehe ich auch auf 8, vielleicht auch auf Stufe 9, muss ich mal gucken. Dann muss ich schauen, die Kaserne vielleicht noch ein oder zwei Stufen hochziehen, einfach um ein. Und dann kann man die Kämpfe hintereinander durchballern. Das ist richtig gut. Und mit den Gegenangriffen. Habe ich jetzt auch schon eingefunden. Können wir mal den Kampf sehen. Der hat immer so knapp 4000 Holz und 900 Stein rumzuliegen. Der greift. Mich immer zweimal hintereinander an. Den Kampf gewechselt. Aber jetzt sind die Kämpfe hier nicht mehr drin. Ist allerdings auch nicht schlimm. Ja, das daran, holt euch eure Belohnung hier ab fleißig und macht was Schickes damit. Eure Kämpfe auf jeden Fall.